Für den heutigen Handelstag gibt es nach meiner Auffassung drei wichtige Themen. Erstens die Zahlen von Tesla und Microsoft, mit denen ich gleich beginnen werde. Zweitens die sich verschärfenden Spannungen zwischen den USA und China. Man droht sich gegenseitig, die Botschaften zu schließen. Die Schließung von Botschaften sind die Androhung neuer Zölle, könnte man sagen. Und drittens haben wir die US-Arbeitsmarktdaten heute am Donnerstag, die Erstanträge und Continuing Claims. Und das im Umfeld der nach wie vor doch ziemlich miserablen Coronavirus-Zahlen in den USA. Aber starten wir mit Tesla, das jetzt so wertvoll ist oder wertvoller ist als der gesamte europäische Autoindex im Stoxx 600 oder als der gesamte amerikanische Autoindex sowieso. Also wir sehen, wir haben nur noch die Japaner, die ja ein paar Autofirmen haben, die noch insgesamt wertvoller sind als Tesla, und das ist völlig berechtigt. Das haben die Zahlen gestern einmal mehr gezeigt, denn das Unternehmen hat Gewinn gemacht. Es war ja eine faustdicke Überraschung. Es war so ziemlich klar, ehrlich gesagt, dass das passieren wird, denn Elon Musk will unbedingt Tesla in den S&P 500 bringen. Dazu braucht man 4 Quartale im Gewinn. Elon Musk ist ja vorwiegend am Aktienkurs, was seine Bezahlung betrifft, beteiligt. Steigt der Aktienkurs, dann geht auch sein Einkommen nach oben. Gap Income haben wir gestern gesehen bei Tesla, 104 Millionen Dollar, spektakulär. Hätte man allerdings nicht die sogenannte Regulatory Credits verkauft, hätte man 421 Millionen Dollar weniger eingenommen im zweiten Quartal. Mithin hätte man also 317 Millionen Dollar Verlust gemacht. Was sind Regulatory Credits? Das sind praktisch Emissionskredite, wenn man so will. Eine Firma, die Autos produziert und dabei praktisch CO2-neutral ist, die kriegt von staatlichen Seiten, Bundesstaaten oder eben vom Land Kredite, kriegt praktische Gutschriften, die man selber wiederum verkaufen kann. Das hat Tesla gemacht. Man verkauft also diese Regulatory Credits an andere Autofirmen, die eben nicht nur wie Tesla Elektrofahrzeuge herstellen. Die brauchen das, um sozusagen eine bestimmte Grenze zu unterschreiten. Also praktisch sehen wir, dass Tesla durch die Subventionierung staatlicherseits oder bundesstaatlicherseits alleine deswegen profitabel ist. Und wir sehen, dass der Verkauf dieser Regulatory Credits von der Tesla so hoch war jetzt im zweiten Quartal wie noch nie. Es gibt einen klaren Trend nach oben. Man verkauft also praktisch die Subventionen, die man hier hat. Und wir sehen das immense Wachstum dieses Konzerns Tesla. Hier sehen wir die Produktion und die Auslieferungen von Autos. Also wenn das keine klare Wachstumsgeschichte ist, das gilt auch für den Umsatz. Wir sehen hier raketenhaft steigende Umsätze, die natürlich raketenhaft steigende Kurse absolut rechtfertigen, meine Damen und Herren. Das ist ja wohl ganz klar. Hier sehen wir den Raketenanstieg in Sachen Gewinne bei Tesla. Davor hatten wir Raketen nach unten, die etwas ausgeprägter waren. Jetzt haben wir Raketchen nach oben, die bilanziell schön frisiert sind. Aber sei es drum, der Aktienkurs freut sich. Wir waren auch nachbörslich gestern 5% teilweise im Plus, so 4,5% nach aktuellem Stand. Und wir sehen, dass wir im Grunde jetzt in wenigen Monaten eine Verdopplung, eine Verdreifachung, eine Vervierfachung seit den Märztiefs hier bei den Kursen sehen. Alleine jetzt im Juli ging es im Prinzip von 1.000 Dollar 70% nach oben, teilweise 80% nach oben. Naja, das ist natürlich keine Blase, meine Damen und Herren. Keine Blase ist auf jeden Fall Microsoft. Die haben die Zahlen gestern auch vorgelegt und die waren eigentlich gut. Das ist ja wirklich ein Substanzunternehmen. Da kann man ja nicht meckern. Aber was die Märkte so ein bisschen gestört hat, war, dass das Cloud-Geschäft nicht mehr so schnell wächst. Deswegen die Aktie nachbörslich gute 2% im Minus. Das war also das erste oder ist das erste wichtige Thema heute. Das zweite wichtige Thema ist diese zunehmende Eskalation zwischen den USA und China. Erst ja die Schließung, Androhung der Schließung der chinesischen Botschaft in Houston. Jetzt schlägt China zurück. Zunächst gestern ja die Aussage des Außenministeriums aus China, dass es eine Bombendrohung gegen die Botschaft in Washington gegeben habe. China will jetzt seinerseits eine US-Botschaft schließen. Die Amerikaner haben 4, 5 Botschaften in Guangzhou, Shanghai, Shenyang, Chengdu. Chengdu wird wahrscheinlich geschlossen, so die Androhung. Und in Wuhan, der Lieblingsstadt der Amerikaner, vor allem von Donald Trump. Also hier sehen wir Tit for Tat, wie die Amerikaner sagen, machst du das, mach ich das. Das ist so wie im Sandkasten, wenn du mich mit Sand beschmeißt, dann beschmeiß ich dich auch mit Sand.
Und das ist natürlich auf dieser Ebene schon ein bisschen peinlich, was da passiert. Axios hat dann gestern noch berichtet, dass hier eine vom FBI gesuchte Frau, eine Chinesin, die mit dem chinesischen Militär offenkundig eng verbunden ist, vom FBI gesucht wird, möglicherweise wegen Spionage sich geflüchtet hat in die San Francisco Botschaft der Chinesen. Auch das wieder ein weiteres Thema. Das dritte Thema ist Corona-Krise und US-Arbeitsmarkt. Wir sehen, dass die Fälle nicht geringer werden in den USA. Wir sehen, dass die Hospitalisierungen deutlich zunehmen. Wir sehen in den letzten Tagen auch, dass die Sterberate zunimmt. Also nach wie vor keine wirkliche Deeskalation in der Corona-Krise. Und das dürfte eben Auswirkungen haben auf den US-Arbeitsmarkt, vor allem in den betroffenen Staaten, den südlichen Bundesstaaten. Hier sehen wir, Texas wird davon deutlich betroffen sein. Alles, was im Süden ist, Florida, könnte aufgrund neuer Schließungen von Restaurants etc. hier höhere Erstanträge heute sehen. Wir sehen Umfragen, die zeigen, dass wir jetzt seit Mitte, Ende Juni im Prinzip eine verschlechternde Situation haben in Sachen Beschäftigung in den USA. Schauen wir uns mal an, wie jetzt zuletzt die Erstanträge waren. 1,3 Millionen pro Woche, nicht schlecht. Das dürfte diesmal auch so sein, so die Konsensprognose möglicherweise. Aber eine Abweichung nach unten, also schwächere Werte, schlechtere Werte, höhere Erstanträge. Wir sehen die Continuing Claims, die kontinuierlich nach unten gehen, aber nach wie vor eben über 17 Millionen liegen. Das ist mal eine Hausnummer. Und gestern hatten wir dann noch zwischenzeitlich so ein bisschen neue Erleichterung gesehen an den Märkten, nachdem die Republikaner in den USA jetzt sagen, ja, wir wollen eine Fortsetzung dieser Unemployment Benefits, also dieser Zahlungen, die man ausreichte an die Amerikaner von $600. Allerdings soll das gekürzt werden auf $100 pro Woche und das ist dann eher symbolisch. Also das wird dann die Laune der Robin Hooders, der private Trader, die gerne auch mit Arbeitslosengeld zocken, ein bisschen dämpfen. Schauen wir uns kurz ein paar Charts an, meine Damen und Herren, was da los ist, was wir hier sehen. Das ist, was ist jetzt das? Das ist Tesla, mit denen wollte ich eigentlich nicht anfangen. Gestern Schlusskurs 1654. Schauen wir uns viel mehr den DAX an. Der ist bei 13.157. Frage, wird Europa das neue Asien? Asien-Rampe, Europa-Rampe? Jetzt derzeit hat man das Gefühl, Europa ist jetzt sehr sexy. Nach diesem EU-Gipfel finden Europa alle ganz schick. Die großen Investoren, die Analysten überschlagen sich mit Kaufempfehlungen. Wir sehen den Euro stark, der eben jetzt schon 1,16 erreicht hat, gestern jetzt bei 1,1587 nur wenig darunter steht. Und die Frage ist, ist das etwas, was sozusagen für die Amerikaner ein Problem wird, weil der US-Aktienmarkt teuer ist, weil sozusagen der Dollar schwächer wird? Das ist für ausländische Investoren ein Problem, selbst wenn die Aktienmärkte leicht steigen in den USA, wenn der Dollar dann an Wert verliert, dann bringt es überhaupt nichts und der Dollar verliert an Wert. Das haben wir gesehen, auch gegenüber Gold, 1874 aktuell. Wir haben wieder Silber im Fokus, nicht Silver, sondern Silber, $22.80 und abschließend noch ein Blick auf Crude Oil bei knappe $42. Also wir haben drei Themen heute im Fokus. Ich könnte mir vorstellen, dass die US-Erstanträge schlechter ausfallen als erwartet, dass sozusagen die Situation vor allem im Süden der USA schlechter wird. Mal sehen, was die Amis heute aus diesem Handel machen. Europa scheint so ein bisschen gesucht zu sein derzeit. Vielleicht kommt die Europa-Rampe. Wir werden heute einen Artikel von Wolfgang Müller dazu auf finanzmarktwelt.de haben. Schauen Sie da rein. Jetzt wünsche ich das Allerbeste und sage Ihnen Servus und Ciao.